Es lässt sich nicht leugnen, wir sind auf dem Rückweg. Die Nase zeigt nach Westen. Aber noch nicht endgültig. Die nächsten Stationen sind Stettin und das Stettiner Haff. Szczecin oder Stettin, Hauptstadt der Woiwodschaft Westpommern. 400.000 Einwohner, 5 Universitäten. Bis 1945 eine deutsche Stadt, ehemals Hansestadt und mit der Verbindung durch das Stettiner Haff Hafenstadt. Die Altstadt von Stettin wurde nach den Kriegsschäden nur zum Teil wieder aufgebaut, darunter das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und die Häuser am Heumarkt. Die Jakobikirche ist Kathedrale des 1972 eingerichteten polnischen Bistums Stettin-Kamin. Nowe Wapno, Neuwarp, ist eine kleine Stadt am Südufer des Stettiner Haffs, direkt an der deutschen Grenze. Gegenüber am Ufer, schon in Deutschland, liegt Altwarp. Thank you.
Nowe Wapno hat 1100 Einwohner, bis 1945 deutsch und seit der Reformation protestantisch. Nach Kriegsende wurden die deutschen Einwohner zwangsausgesiedelt und Polen angesiedelt. Nowe Wapno liegt am Ende der Straße. Hier kommt niemand zufällig vorbei. Das gibt dem Ort etwas Verschlafenes, Ruhiges. Eine Personenfähre verbindet das polnische Neuwarp mit dem benachbarten deutschen Altwarp. Thank you.
Der Tag des Abschieds von Polen. Wir füllen vor der Grenze noch den Tank auf, dann geht es nach Südwesten. Nicht ohne interessante Zwischenstationen. Die erste ist Potsdam. Hier verbringen wir einen schönen Abend mit Sandra und Markus, die wir in Norwegen kennengelernt haben. Dann schauen wir uns das neue Naturschutzgebiet im ehemaligen Kohlerevier von Bitterfeld an und tauchen später noch in das Altstadttreiben von Erfurt ein.